So sieht der Wild Black Forest aus. Denn der Jungwinzer des Jahres, Manuel Wild, ist bei mir zu Gast und er transportiert den Black Forest mit allerlei Spezialitäten in die ganze Welt. Bis nach Singapur. Das gibt eine spannende Sendung mit ganz viel Genuss. Die neue Welle. Die Martin-Wacker-Show heute mit Manuel Wild, Jungwinzer des Jahres. Und er ist aus dem schönen Gengbach zu uns gekommen. Hallo Manuel, schön, Hallo. Dass es geklappt hat. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Wie wird man Jungwinzer des Jahres? Oh, das war ein ganz schöner Prozess, muss ich dazu sagen. Tatsächlich? Das war über den DLG, wurde das ausgezeichnet. Wer ist der DLG? Sagen wir es mal den kompletten Begriff. Ja, also das ist die Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft. Das sind immer diese schönen Klebemärkchen. Die Aufkleber, von daher kennt man es eigentlich. Und dann denkt man, oh, das ist was besonders Gutes. Ja, also Qualitätsmarke. Genau. Ne? Ja, das ist richtig, genau. Und das war immer schon ein Traum, sage ich mal, da auch mal mitmachen zu können. Und ich muss sagen, das erste Mal, wo ich mitgemacht habe, bin ich gleich, also es gibt verschiedene Stufen, wie das abläuft. Im Wesentlichen muss man beim ersten Mal so ein Assessment Center praktisch durchmachen, also einfach verschiedene Fragen beantworten. Harte Prüfungen, okay. In kurzer Zeit. Ne? Ja. Das erste Mal hat es auch nicht geklappt, muss ich dazu sagen. Ja. Und beim zweiten Mal bin ich dann da ganz gut durchgekommen. Da werden die ersten dann aussortiert und anschließend muss man die Weine einschicken. Die werden dann bewertet, also im Rahmen von einer Expertenjury. Und wenn man da nochmal weiterkommt, dann wird man dann eingeladen zur persönlichen Präsentation, normalerweise nach Frankfurt. Das ging aber wegen Corona nicht, hat dann woanders stattgefunden. Mhm. Und da muss man sich präsentieren, Fragen beantworten und sich dann nochmal gegen die 10 Besten durchsetzen. Also Gratulation, Jungwinzer des Jahres. Und Manuel, du hast gerade Fragen beantworten, muss man auch so ein bisschen... Man muss auch zwei Weine blind probieren, und beschreiben nicht. Und erkennen und ein bisschen was dazu sagen. Und warum habe ich mich nicht beworben? Jungwinzer des Jahres. Gleich mehr mit Manuel in der Martin-Wacker-Show. Die Martin-Wacker-Show am Sonntag mit Manuel Wild, Jungwinzer des Jahres. Jetzt lernen wir ihn persönlich ein bisschen besser kennen. Bitte kurze Antworten auf kurze Fragen. Dein Sternzeichen, Manuel. Jungfrau. Verliebt, verlobt oder verheiratet? Verliebt. Deine Lieblingsfarbe, Manuel? Das ist blau. Hast du ein Haustier als Winzer? Geht das? Ja, normalerweise. Viele Winzer haben einen Hund. Aber wir haben auch einen in der Familie, aber ich selbst habe keinen. Die Reblaus. Genau. Welches Poster hing bei dir im Jugendzimmer? Das war tatsächlich eher, das waren die Toten Hosen. Die Toten Hosen, passt ja auch zu Wild und zu deinen Logos. Wunderbar. Dein erstes Vorbild, Manuel. Das war dann tatsächlich schon, also immer natürlich der Vater, ist ja klar. Ne? Aber in der Weinszene war das damals für mich Alexander Leible. Mhm. Oh, Leible, wunderbarer Riesling. Deine erste selbstgekaufte Schallplatte oder CD? Die erste war wahrscheinlich auch von den Tote Hosen, würde ich sagen. Tote Hosen-Fan. Ja. Welches Buch hast du zuletzt gelesen? Oh, da weiß ich gar nicht, ob ich das sagen kann. Das war von Friedrich Merz, war das letzte Buch. Also, alles gut. Dein Lieblingsurlaubsziel, wenn du Zeit hast? Als Winzer hat man wenig Zeit zu verreisen wahrscheinlich. Frankreich und dann Bretagne. Also auch ein bisschen Bildungsreisen nach Frankreich. Ja, genau, das gehört natürlich immer dazu. Und wie bist du unterwegs? Hausmannskost oder Gourmet-Tempel? Beides tatsächlich. Ja. Wenn es gut gemacht ist, dann Hausmannskost, da geht fast nichts drüber. Mhm. Aber wir gehen natürlich, wenn man mit Wein zu tun hat, ist man auch in den vielen guten Restaurants unterwegs. Gerade im Badischen, wenn man natürlich aus Gengebach kommt. Ja. Und welcher Wein zu welchem Essen passt. Und Wein des Jahres und Weintrends. Hören wir alles in der Martin-Wacker-Show heute. Manuel Wild ist Jungwinzer des Jahres und hat einen exzellenten Namen für das Thema Genuss. Wild. War das familiär in die Wiege gelegt, prädestiniert, dass was mit Genuss, Wein, solchen Dingen zu tun hat? Ja, ist wirklich ein sehr guter Nachname, sage ich mal. An sich, marketingtechnisch gibt es viel her. Besser als Leible zum Beispiel. Ja, das ist richtig. Ja. Also Wild ist tatsächlich, da kann man aus ganz verschiedenen Aspekten praktisch mitspielen. Vor allem natürlich, es ist sehr kurz und einprägsam und das ist für uns auch immer wichtig. Und ihr seid familiär Wein vorgeprägt. Du kommst aus einer Weinfamilie. Also ich sag mal, normalerweise sind wir noch mehr Spirituosen geprägt. Ne? Also wir haben seit 1855 gehen die Wurzeln zurück, dass bei uns schon Schnaps gebrannt wurde. Mhm. Und Wein haben wir dann tatsächlich, also wir machen das ja zu dritt, meine Brüder und ich, 2015 das Weingut gegründet. Ne? Also wirklich junge Wilde, ja. Weil du sagst Schnapsbrennerei. Es geht wahrscheinlich nie verloren. Wenn man einmal die Schnapsbrenner-Lizenz hat, wird es weitervererbt. Ist das so? Das geht über Generationen. So wird auch als Winzer und auch als Brenner gedacht, weil es eben viele Sachen, wir bauen ja auch eigenes Obst an und die eigenen Weinberge natürlich. Und da muss man auch in Generationen denken, gar nicht mal neun Jahrzehnten, sondern über eine sehr lange Zeit. Das, was man dann, mein Opa hat Anlagen gepflanzt, die sind heute gar nicht mehr, also die hat er gar nicht mehr geerntet. Ne? In eine Schnapsfamilie.
hier reinzuwachsen. Ist das schön. Gleich mehr mit Manuel Wild in der Martin Wacker Show. Heute geht's wild zu in der Martin Wacker Show mit Manuel Wild, Jungwinzer des Jahres. Wir reden über Wein, aber da steht eine Schnapsflasche. Ja. Und wenn man das Logo anschaut, schön mit Hirschgeweih. Man hätte vor 20 Jahren gesagt, Gott, ist das kitschig. Aber ihr liegt ja voll im Trend, oder? Ja, ja. Also wir haben ganz verschiedene Linien, sage ich jetzt mal. Das ist jetzt hier unsere Exportlinie, die ich euch mal mitgebracht habe. Da geht es tatsächlich auch darum, dieses Klassische, was man sich unterm Schwarzwald vorstellt, dann auch zu zeigen. Mhm. Also Hirschgeweih natürlich zum Wild und zum Schwarzwald passt. Ne? Eine schwere, große Flasche. Also da ist gerade mein Bruder mit unterwegs in Singapur und überall. Ah, international. Ja. Und das heißt dann eher Wild? Seid ihr dann die Wilds? Oder? Wild Black Forest, ja. Das Wild ist, also, Black Forest. Das ist für die sehr einprägsam, ne? Und das ist tatsächlich auch, wo hat er überall unterwegs? Singapur, hast du gesagt? Ja, also sag ich mal, wir haben schon natürlich der größte Markt für uns natürlich der Deutsche. Aber wenn man ins Ausland geht, sag mal, sind wir in Dubai, in Singapur, Japan ist für uns der größte Markt eigentlich, würde ich fast sagen. Ja. Wild Black Forest. Wieder was gelernt, Schleichwerbung vorbei, Flasche kommt wieder in den Keller. Und wir sprechen nächste Stunde dann nicht über Schnaps, sondern über Wein mit dem Jungwinzer des Jahres. Die Martin Wackerschuh auf der Neuen Welle. Der Jungwinzer des Jahres ist bei uns. Manuel Wild hat schon den Black Forest Wild im Wild Black Forest, eher hochprozentig präsentiert, sprechen wir über den Wein. Wie kam es dann dazu, dass ihr 2015, da war der alle noch junge Kerle, habe ich mal den Verdacht, ein Weingut gründet? Das kam eigentlich daher, also wo dann sagen wir, nach dem Abitur die Frage stand, was weiterhin gemacht wird, habe ich immer gedacht, mit Schnaps, da kann ich gar nichts mehr lernen, was natürlich im Nachhinein schwachsinnig war. Also da gibt es natürlich unheimlich viel natürlich zu lernen. Mein Bruder hat es dann auch studiert, Getränketechnologie, aber ich wollte was Neues machen, was es in der Familie noch nicht gab. Und Weinberge waren schon immer da, also die wurden in die Genossenschaft damals abgeliefert. Und ich habe dann eben gesagt, nee, das können wir selber auch. Und habe dann Weinbau studiert und so ist das Weingut dann auch entstanden. Es war dann gleich klar, dass wir das selber machen wollen und jetzt nicht irgendwo anders arbeiten. Ne? 2015 gegründet, praktisch direkt von der Weinbau-Universität. In Weinsberg gibt es zum Beispiel, kann man Weinbau studieren. Wo hast du studiert? In Neustadt an der Weinstraße habe ich tatsächlich studiert. Der Badener in der Pfalz. Genau, richtig. Besser als ins Württembergische zu gehen. Ja, das ist richtig. In die Pfalz. Weinbau studieren, das ist Handwerk, das ist aber auch ganz viel Technik, auch natürlich viel Biologie, also ein sehr anspruchsvolles Studium. Ja, absolut. Also das macht es natürlich auch spannend. Ne? Das geht ja vom Anbau, also sag ich mal, über die Kellerwirtschaft bis hin zur Vermarktung. Und wenn man nicht in jedem Bereich, sag ich mal, gewisse Fähigkeiten hat, wird es unheimlich schwierig. Also es reicht nicht nur, einen super Wein zu machen, sondern man muss dann auch gleichzeitig ein guter Winzer sein. Also die Trauben im Anbau auch natürlich, da spielt da sich viel ab im Weinberg. Und selbst wenn der Wein gut ist in der Weinberg, wenn nachher nicht verkauft wird, dann bringt es auch nichts. Ne? Sag mir mal eine Prozentzahl. Wie viel Marketing, wie viel tatsächlich Weinbau und klassisches Wissen? Bei mir selber, sage ich mal, ist hauptsächlich eigentlich Kellerwirtschaft, weil für den Wein, also für den Anbau an sich hat man einen Außenbetriebsleiter und Vermarktung hat mein Bruder studiert, Werbung und Werbekommunikation und der hoffe ich, dass er weiterhin so gut vermarktet. Einer auch. Schnaps studiert, einer Wein studiert und der andere Marketing, das sind drei Brüder. Gleich mehr mit Manuel Wild. Die Martin Wackerschuh auf der Neuen Welle. Schöne Tradition, entweder oder. Jetzt mit dem Jungwinzer des Jahres, mit Manuel Wild. Du ziehst die Fragen, musst dich dann für eine Antwort entscheiden. Ich lese dir gerne vor. Bitte, du darfst reingreifen. Ich hoffe, es kommt nicht Wein oder Bier. Das wäre ein bisschen zu einfach, aber ich weiß es nicht. Lieber Manuel, entweder Urlaub nur noch am Wasser oder nur noch in den Bergen? Spannende Frage. Dann auf jeden Fall nur noch in den Bergen. Passt doch besser zum Produkt, oder? Das ist richtig, ja. Da gibt es meistens auch Weinbau. Sehr gut. Und zweite Frage für dich. Eine dürfen wir noch stellen, entweder oder. Jawohl. Ich danke dir. Und die lautet, nur noch Traumschiff schauen oder nur noch Bergdoktor. Du kannst nichts ausschließen, du musst dich für eins entscheiden. Das ist eine schwierige Frage, dann aber eher Bergdoktor. Eher Bergdoktor, also du bleibst komplett in den Bergen. Obwohl Traumschiff kulinarische Spitzenprodukt ist. Wäre vielleicht auch interessant, ja. Seid ihr schon unterwegs auch auf den Weltmeeren? Das leider noch nicht. Nee. So ein Flughafen ist ein Thema, aber Weltmeere leider noch nicht. Wild Black Forest auf dem Traumschiff. Kommt vielleicht demnächst gleich mehr mit Manuel Wild. Die Jungwinzer des Jahres in der Martin Wacker Show. Die Martin Wacker Show auf der Neuen Welle. Manuel Wild ist Jungwinzer des Jahres. Tauchen wir doch jetzt mal in das Fachgebiet ein, in den Wein. 2015 habt ihr angefangen, habt Weinberge von der Genossenschaft in die Familie praktisch zurückgeholt. Was sind das für Böden und welchen Wein könnt ihr da besonders gut anbauen und ausbauen?
Also wir hatten am Anfang mit den eigenen Flächen, die wir hatten, sage ich mal, vor allem Lüss- und Gneisböden. Also es gibt auch eine unheimlich aromatische Weine. Mineralisch auch? Schön mineralisch. Mhm. Ne? Die eigenen Weine vermarkten wir dann praktisch in unserer Lüss- und Gneislinie oder in den Herzstücken. Mhm. Und mittlerweile haben wir eben auch Weinberge an anderen Plätzen gekauft. Mhm. Und wir achten eigentlich, oder das Schöne war eigentlich, dass wir am Anfang relativ wenig hatten und viel neu dazugekommen ist. Und da konnten wir uns die Böden und die speziellen Lagen eigentlich aussuchen. Und dadurch, dass natürlich nicht jeder heutzutage den elterlichen Betrieb übernimmt, konnten wir da gut aussuchen und uns die besten Stücke natürlich auch sichern. Ne? Also in welche Richtung geht es? Welche Trauben sind besonders bei euch angesagt? Ja, also wir bei uns, sagen wir traditionell, gibt es vor allem Riesling, Spätburgunder oder auch Grauburgunder. Was für uns aber, sag ich mal, die Hauptrebsorte geworden ist mittlerweile, das liegt auch in einigen guten Auszeichnungen, ist Chardonnay. Mhm. Also wir haben das sowieso zu Frankreich eine große Verbundenheit und wir trinken es einfach auch selbst am liebsten und deswegen ist es so entstanden einfach, dass bei uns Chardonnay immer der erste ist, der ausverkauft ist in der Regel. Ne? Also auch ein Trend zu Weißwein, welche Trends es noch gibt im Weinjahr 2022, das entlocke ich gleich dem Jungwinzer des Jahres. Es dreht sich alles am Sonntag um den Wein, da freue ich mich sehr drüber mit Manuel Wild, Jungwinzer des Jahres. Wir haben gerade gehört, dem Weißweintrend geht ihr natürlich auch nach. Du hast Grauburgunder, Weißburgunder genannt, Chardonnay. Ist dieser Trend zum Weißwein gerade auch in Baden und in der Pfalz, ist es ja festzustellen, der hält weiter an? Der hält weiter an, ja. Also ich sag mal, normalerweise, wenn man jetzt auch ein paar Jahre oder Jahrzehnte zurückschaut, war das immer so eine Wellenbewegung. Ne? Dann war mal wieder Weißwein extrem im Trend, dann wieder Rotwein. Aber jetzt schon seit einer ganzen Weile ist Weißwein tatsächlich, setzt sich fast ein bisschen mehr durch, weil es eben einen Trend gibt hin zu leichten, frischen Weinen, sag mal, die man einfach, die eine hohe Trinkfreude auch haben. Und das ist natürlich mit einem Weißwein einfacher zu erreichen wie mit Rotwein. Ja. Und ein Weintrend 2022 soll auch der Rosé sein. Mhm. Ist das richtig? Und habt ihr darauf auch reagiert? Überlasst das den anderen. Ja, wir haben sag mal, gar nicht ganz so viel Spätburgunder Rotweintrauben bei uns, aus denen wir Rosé machen können. Mhm. Deswegen, wir machen natürlich auch welchen, aber das ist bei uns. Und so ist es eigentlich, finde ich, auch richtig. Der geht meistens Richtung August, September dann auch zur Neige. Und das ist für ein Rosé eigentlich auch ganz gut. Ne? Mhm. Soll ja auch ein Wein sein, der, sag ich mal, der ist für eine kurze Zeit gemacht und in der Zeit ist er richtig gut und irgendwann, sage ich mal, wenn es dann Folgejahr, Januar, Februar ist, dann wird er ein bisschen träge und deswegen ist es genau richtig bei uns, dass es so irgendwann auch weg ist. Und Manuel, es gibt ja so immer noch eine Meinung, die heißt, nee, deutscher Rotwein nicht, lieber deutscher Weißwein. Wie kann man dagegen arbeiten und was erwiderst du da? Ja, also ich sag mal, da gab es lange eine Berechtigung für, sage ich jetzt mal, weil die Rotweine in Deutschland oftmals nicht reif geworden sind, gerade wenn man ein paar Jahrzehnte zurückgeht. Mittlerweile, auch durch die klimatische Veränderung und durch eine bessere Anbautechnik, arbeiten wir mittlerweile schon eher dagegen, sage ich mal, dass die Weine nicht so alkoholisch werden. Ne? Also das hat sich tatsächlich verschoben. Früher hat man gesagt, in Deutschland kriegt man einen Rotwein nicht reif, da muss man nach Italien oder sonst wo hinfahren. Durch die klimatische Veränderung ist es aber absolut gegeben. Die Bedingungen sind einwandfrei und es gibt auch ganz hervorragende Spätburgunder Betriebe mittlerweile. In Baden natürlich, aber auch in ganz Deutschland. Klimawandel ist was Schreckliches in diesem Fall. In dem Fall ist aber auch was Gutes. Gibt noch einen Megatrend, Biowein und man trinkt nicht mehr so gerne Alkohol. Mehr dazu in der kommenden Stunde, wie da der Jungwinzer des Jahres drauf reagiert. Die Martin-Wacker-Show am Sonntag. Jetzt gibt's die Promi-Ausgabe von Stadt, Land, Quatsch. Jungwinzer des Jahres. Manuel, du bist bereit? Ja. Ich habe für dich einen wunderbaren Buchstaben ausgesucht, nämlich das M. Und wir starten, wenn du was nicht weißt, einfach weitersagen. Und ich würde sagen, wir starten mit dem M und einer Stadt. Ein M und ein Mannheim. Ein Land? Mali. Ein Weinanbaugebiet? Puh. Oder Rhein hoch und dann kommt die... Ach, Mosel. Ja, genau. Entschuldigung. Im Freibad mit M? Im Freibad. Mit M. Mit einem Namen? Nee, irgendein Begriff im Freibad mit M. Machen wir weiter. Im Schlafzimmer was mit M? Schlafzimmer was mit M. Schwerer Einstieg. Da sind wir. Wir haben uns schon ein bisschen früh aufgehängt. Das waren nur drei richtige. Manuel. Ich würde sagen, wir geben das noch
noch zwei Chancen. Die Mosel. Die Mosel hatte ich gekillt. Ne? Das hätte man wissen müssen. Ja. Also aber Moselwein ist jetzt auch, wie stehst du zum Moselwein? Ah, total interessant. Also ist immer vor allem Rieslinge natürlich von der Mosel. Da darfst du auch ein bisschen Restzucker haben. Mhm. Das macht natürlich unheimlich viel Spaß. Okay, ich mache noch eine Frage, wenn du die richtig beantwortest. Okay. Eine Traube mit M. Mello. Ja, wunderbar. Jetzt ist die Tasse gewonnen. Ausnahmsweise Jugendwitzer des Jahres. Alle Fragen mit M. Gleich noch andere Fragen zu den Weintrends 2022. Jetzt bei mir. Also Sonntag, die Martin-Wacker-Show. Wir kriegen viele tolle Infos von Manuel Wild, der Top-Experte in Sachen Wein. Wir haben schon gesprochen über Weißweintrend nach wie vor. Rotwein zieht aber nach in Deutschland durch die Klimaveränderung. Rosé ein Trend. Aber zwei Trends habe ich mir noch rausgesucht. Biowein. Mhm. Und der nächste Trend ist auch entalkoholisierte Weine, weil viele Menschen keinen Alkohol mehr trinken wollen. Was sagst du dazu? Ja, beides natürlich absolut seine Berechtigung. Also Bio ist für uns ein großes Thema. Mhm. Das sind wir schon ein paar Jahre dran. Also wir kommen aus dem Konventionellen. Liegt allerdings auch daran, dass es bei uns deutlich schwieriger ist, wie zum Beispiel in der Pfalz, bei uns sehr steil, mhm, im Schwarzwald bei unseren Lagen. Und da ist Bio teilweise gar nicht so einfach. Okay. Ne? Mhm. Braucht man also spezielle Herangehensweisen, Arbeitstechniken und auch maschinelle Ausrüstung. Ne? Und für uns ist es ein Thema. Ich denke, dass wir vielleicht in 2 bis 3 Jahren uns in die Umstellung wagen. Also ihr wollt auch da angreifen. Ja. Man hört auch viel von alkoholfreien Weinen. Wie steht man als Jungwinzer dazu? Ja, also ich sag mal, das hat sicherlich seine Berechtigung. Ich habe auch eine kleine Tochter bekommen vor 6 Monaten. Mhm. Und von dem her habe ich das da hautnah natürlich oder jetzt auch noch miterlebt, dass es einfach, dass man manchmal auch nichts trinken kann. Mhm. Oder wenn man fährt, also da braucht, und dann ist natürlich eine Fanta oder eine Apfelsaftschorle immer langweilig. Ne? Und dafür muss es was geben. Mhm. Ob es jetzt natürlich ein entalkoholisierter Wein ist, sein muss, das sei dahingestellt. Ich finde da ganz ehrlich gesagt interessanter, diese aus Streuobst praktisch eine Art Sekko zu machen. Ah, ne? Ja, ja. Und das, sag mal, da gibt es auch verschiedene Hersteller, die machen jetzt noch Kräuter dazu. Ne? Ganz fantastisch. Genau. Ja, ja. Und das mit ein bisschen Kohlensäure versetzen, das finde ich, ist noch ein bisschen authentischer jetzt. Ne? Ich merke schon, ne? Streuobst wegen den Schnäpsen und genau. Wein. Ihr experimentiert wahrscheinlich schon. Richtig, ja. Manuel Wild von den wilden Weinmachern aus Gengenbach, gleich mehr. Die Martin-Wacker-Show auf der neuen Welle mit dem jungen Winzer des Jahres, Manuel Wild. Wild Black Forest hat er vorhin schon vorgestellt. Ich will noch so ein bisschen mit ein paar Sprüchen aufräumen, die vielleicht gar nicht stimmen. Zum Beispiel Wein auf Bier, das rate ich dir. Oder Bier auf Wein, das lass sein. Was sagst du als studierter Weinexperte dazu? Also da habe ich noch nie einen Unterschied festgestellt. Mhm. Ich weiß auf jeden Fall, dass man in der Weinszene, gerade nach einer ausgiebigen Weinprobe, ein Bier unheimlich schön danach ist, weil es einfach nicht mehr ganz, also ist ja man schaltet dann einfach ab, man hat dann mal was mit richtig Kohlensäure und so ein Bier ist da genau das Richtige. Also Bier auf Wein, das kann sein. Ja. Zweites Gerücht und zweiter alter Spruch, Weißwein nur zu Fisch, Rotwein nur zu Wild. Stelle ich aber auch fest, in der Spitzengastronomie, da gibt es auch mal inzwischen andere Dinge, die man machen kann. Ja, da ist man mittlerweile experimentierfreudiger. Ne? Mhm. Es gibt ja auch, sage ich mal, ganz unterschiedliche Rotweine und Weißweine und also unheimlich viele experimentieren da wild durcheinander, machen sogar zu einer leichten Speise, gibt es auch einen leichten Rotwein. Mhm. Und auf der anderen Seite gibt es jetzt gerade aus Frankreich natürlich unheimlich intensive, kräftige Weißweine, mhm, kann aus dem Holz ausgebaut sein und Ähnliches machen wir auch, ne? Die dann auch, sage ich mal, zu einem Fleischgericht auch passen. Also von dem her, da würde ich sagen, da muss man offen rangehen und es kommt immer darauf an, wie man das abstimmt aufeinander. Ne? Also alle alten Sprüche vergessen, die Trends sind ganz andere und gleich wollen wir noch über die Zukunftspläne der wilden Weinbauern aus Gengenbach sprechen. Was haben sie noch vor? Schnäpse machen sie schon, Wein machen sie, aber es gibt ja noch so Modegetränke, die vielleicht auch noch auf der Agenda stehen. Hören wir gleich was dazu. Es ist Sonntag, die Martin-Wacker-Show, immer mit spannenden Gästen und am Sonntag passt Genuss. Und Manuel Wild hat Genuss mitgebracht, nämlich Wein. Und wir haben vorhin auch interessante andere Gebräue gesehen. Aber es gibt ja auch noch weitere Trends. Und so wie man euch kennt, 2015 Weingut gegründet, jetzt Jungwinzer des Jahres. Welche verrückten Pläne habt ihr noch? Was habt ihr gerade, sagt man im Köcher? Nee, nicht im Köcher, was habt ihr im Bottich? Ja, da hast du vorher schon mal kurz angesprochen. Also was für uns wirklich ein Thema ist, ist dieses Alkoholfreie. Mhm. Die alkoholfreie Geschichte aus verschiedenen Streuobstcuvées. Also da sind wir tatsächlich schon dran. Sogar schon seit fast 2 Jahren versuchen wir uns da im Hintergrund und mittlerweile nimmt es Formen an. Also das geht da doch. Was heißt das? Beschreib mir das mal. Sitzen da die Brüder zusammen wie in der Hexenküche und experimentieren? Normalerweise experimentiere ich ja mit Wein, mein Bruder mit Spirituosen. Und in dem Bereich sehen wir so viel Potenzial, dass wir das zusammen machen. Das heißt, ich
ich mache dann eben ein Fruchtsaft-Cuvée aus verschiedenen Früchten, die wir in der Regel selber anbauen. Also eine alte deutsche Birnensorte oder, also da gibt es ja verschiedenste Richtungen. Oder Pflaume kann man noch mit dazu machen. Und dann werden da, mein Bruder macht ja bei uns normalerweise den Gin und den Wermut und er kennt sich mit Kräuter und Gewürzen sehr gut aus. Und da versuchen wir eben jetzt das Passende zu finden und dann eine schöne Cuvée zu machen. Und verperlt wird das Ganze dann bei meinem Freund Steffen Reinecker, der Sekthersteller in Augen ist. Und da hoffe ich, dass er uns dann eine schöne Perlage drauf geben kann. Manuel, das Fläschchen würde ich gerne probieren. Das da freue ich mich drauf. Wäre gerne dabei in der Hexenküche. Alles Gute für euch. Dankeschön. Sehr beeindruckend. Jungwinzer des Jahres, Manuel Wild zu Gast in der Martin-Wacker-Show. Grüße in den Wild Black Forest. Nächste Woche geht's in die Pfalz. Eine Sängerin ist da, die in der Grenzregion mit Mirror in the Green richtig bekannt ist, Miriam Kühnel. Da geht's sehr musikalisch zu. Ihnen noch einen schönen Restsonntag. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.